La Divina, die Göttliche. Ballettstar Alessandra Ferri. Mit 54 Jahren immer noch weltweit verehrt. Ich finde es immer noch faszinierend, jeden Morgen zum Unterricht zu gehen und etwas Neues zu lernen über mein Instrument, das heißt meinen Körper. Ihr Instrument trainiert sie schon als Kind intensiv, am renommierten Teatro alla Scala in ihrer Heimatstadt Mailand. Mit 15 Aufnahme ins Royal Ballet in London. Später erste Solistin fürs American Ballet. Immer leichtfüßig, scheinbar mühelos, alle Genres. Ob zur Gitarrenmusik von Sting oder in Weltklassikern wie Giselle. Ich bin mit Sting befreundet. Ich liebe seine Musik. Schon als kleines Mädchen habe ich dauernd seine Musik gehört. Deshalb war es sehr schön, dass ich schließlich zu seiner Musik tanzen durfte. 2007 beendet Alessandra Ferri ihre große Karriere. Mit 45. Spät im jugendbetonten Sportballett. Dann die Sensation 6 Jahre später, Rückkehr auf die Bühne. Prima Ballerina mit 51. Ich habe festgestellt, dass ich nicht richtig erfüllt war und dass mein Leben Tanzen ist, weil ich mich dann richtig frei fühle und weil das viel größer ist als das normale Alltagsleben. Auch Star-Choreograf John Neumeier holt die Ferri regelmäßig ins Hamburg-Ballett. Kreiert Hauptrollen extra für sie. Wie 2015 die der berühmten Schauspielerin Eleonora Duse. John Neumeier ist wirklich ein wundervoller Choreograf. Er hat mir beigebracht, sehr an Details zu arbeiten, wie ich mit winzigen Bewegungen ausdrucksstark sein kann. Und so kann Alessandra Ferri mit 54 gerade reifere Charaktere glaubwürdig tanzen. In der Mitte meiner Karriere hatte ich das Gefühl, ich muss beeindrucken. Die Zuschauer, die Kritiker, mich selbst. Und nun kann ich es einfach genießen, kann mein Talent genießen. Und nicht nur John Neumeier feiert die neue, alte Ferri. Es ist für mich immer, als sehe ich sie zum ersten Mal. Und ich sehe, wie gut sie mit ihrer Erfahrung zu spielen weiß. Wie lange sie noch tanzt, lässt Alessandra Ferri offen. Schließlich tragen die Männer La Divina immer noch auf Händen.